Na gut, das war mehr Anker ins Gleis geworfen als wirklich sanft gebremst. Wir kümmern uns heute mal um die Anfahr- und Bremsverzögerung oder kurz ABV. Da habt ihr jetzt gerade relativ eindrucksvoll gesehen, wenn diese Werte niedrig sind. Die Loks lassen sich damit aber sehr einfach fahren, weil man hat nicht viel Bremsweg und natürlich, wenn der Wert gleich programmiert ist, dann hat man auch nicht viel Anfahrweg. Das heißt, die Loks kommen schnell auf Geschwindigkeit und sie halten auch schnell wieder an. Es sieht halt nicht so gut aus. Wir brauchen heute genau zwei CVs. Das eine ist die CV3, das ist die Anfahrverzögerung. Es liegt irgendeine Berechnungsgrundlage da zugrunde. Irgendwas mit Wert um 1 erhöht gibt eine krumme Anzahl an Millisekunden, was mehr Bremszeit ist aus Höchstgeschwindigkeit. Genauso auch bei CV4 die Bremsverzögerung. Die Berechnungsformel ist sehr kompliziert. Ihr habt schon gesehen, hier liegt ein kleines Hölzchen. Ich mache es tatsächlich so, ich markiere mir damit einen Punkt, wo ich zu bremsen anfange, aus Höchstgeschwindigkeit und habe dann eine gewisse Streckenlänge, bis wohin die Lok zum Stillstand kommen sein muss. Und das mache ich bei allen Loks gleich. Also zumindest bei allen Loks, die die gleiche Höchstgeschwindigkeit haben. Macht es ein bisschen einfacher. Das heißt, Anfahr- und Bremsverzögerung sind für mich tatsächlich einfach nur Werte. Es ist einfach Probefahren, ausprobieren, programmieren und wieder Probefahren und zur Not halt das Ganze so oft, bis es passt. Ich lasse euch die Kamera auf der Position, weil tatsächlich am PC man kann nicht viel zeigen. Ich glaube, da seht ihr hier jetzt einfach mal deutlich mehr. Ich hänge nur die ganzen Wagen wieder ab. Wie ihr sehen könnt, der ein oder andere, wer es nicht unbedingt glaubt, kann es natürlich auch mit dem letzten Video vergleichen. Da war es ja zu sehen. Die Zahl, die ich jetzt bei der Bremsverzögerung eingetragen habe, die hat sich inzwischen etwas verändert. Die Anfahrverzögerung ist noch die identische. Das ist jetzt auch wieder das, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er es macht. Einmal, wie lange soll der Bremsweg überhaupt sein, beziehungsweise will man überhaupt einen Bremsweg, weil man kann da ja auch einfach 0 eintragen. Dann hat man die Lok quasi in der Direktsteuerung. Das ist halt dann was, das klingt dann mit dem Sound nicht ganz so toll. Weil prinzipiell die Lok zu schnell beschleunigt oder zu schnell bremst, als wie es eigentlich vom Sound her vorgesehen wäre. Ist halt dann für die, die gerne das Gefühl von analog fahren haben, ohne Sound. Bei mir sind es jetzt knapp 3 Meter Bremsweg. Der Beschleunigungsweg, der Einfachheit halber, mache ich genau den gleichen. Das heißt, alles, was ich mache, ist, ich programmiere jetzt hier die Anfahrverzögerung auf den gleichen Wert. Fertig. Jetzt kann man es natürlich auch so machen, wenn ihr jetzt sagt, ich hätte gerne einen Anfahrweg von 4 Meter und einen Bremsweg von, sagen wir mal, 2 Meter. Also ein deutlicher Unterschied.
Es ist nicht so einfach, die Anfahrbeschleunigung zu programmieren, weil man ja nicht unbedingt sieht, wann die Lok die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat. Aber dafür gibt es einen ganz einfachen Trick. Man programmiert einfach die Bremsverzögerung, genauso wie ihr es jetzt gerade am Boden gesehen habt. Man macht sich einen Punkt, man markiert einen Punkt, wo man aus Höchstgeschwindigkeit zu bremsen anfängt und beziehungsweise sofort auf Fahrstufe 0 runterregelt und einfach die Lok von sich aus bremsen lässt. Und spielt da so lange rum, bis man diese 4 Meter erreicht. Den Wert, den man dann erreicht hat, programmiert man in die Anfahrverzögerung. Dann weiß ich, Beschleunigungsweg sind jetzt die 4 Meter, die ich halt aus dem Bremsweg rausgetestet habe. Und dann das Ganze nochmal mit dem Bremsweg, dass der halt dann auch auf den gewünschten, wie im Beispiel, 2 Meter ist. Den Anfahrweg sieht man eben nicht, aber über den Bremsweg kann man alles ausprobieren und nachdem die beiden Werte im Normalfall gleich sind und sich die Loks gleich verhalten, kann ich mir natürlich über den Bremsweg helfen und damit einen Anfahrweg programmieren. Man hat halt die Arbeit dann doppelt. Und ich denke mir, bei den modernen Loks, die ziehen wahrscheinlich genauso schnell weg, zumindest in Doppeltraktion dann, wie sie bremsen. Das heißt, das ist dann auch wieder für mich der Kompromiss. Ich kann damit leben, wenn beide Werte gleich sind. Und ich bin eine faule Sau. Ich will es einfach nicht doppelt machen. Aber wir sind jetzt an dem Punkt. Jetzt ist zumindest schon mal eine Lok so programmiert. Bei mir nicht. Es ist jetzt die letzte Lok, die noch nicht programmiert war. Das heißt, alle Loks sind so programmiert. Alle haben 3 Meter Anfahrweg, 3 Meter Bremsweg. Alle, naja, fast alle fahren maximal 120 km/h. Die Mittengeschwindigkeit liegt dann bei 60 km/h. Das heißt, ich kann einfach 2 Loks zusammenhängen und zusammenfahren. Wenn ich bei beiden Loks die gleiche Fahrstufe einstelle, beide beschleunigen gleichmäßig. Beide fahren in der eingestellten Fahrstufe gleich schnell. Das heißt, ich kann jede Lok mit jeder kombinieren an dem Punkt. Es ist ein bisschen Arbeit. Die Videolänge ist jetzt natürlich kein Vergleich dazu, weil wir hatten viel, irre viel Theorie. Die Arbeit hält sich wirklich in Grenzen. Programmierarbeit bei mir ist pro Lokomotive normalerweise eine halbe Stunde. Und es kommt noch ein bisschen was dazu. Es kommen jetzt noch ein weiteres Video raus. Das ist dann, ich sag mal, Programmieren für Fortgeschrittene. Das wird dann Verbundbetrieb für Mehrfachtraktion. Ja, mit etwas Herausforderungen, man muss etwas mehr mitdenken, man sollte sich dann schon in der Materie auskennen. Und ganz wichtig, das, was wir bis jetzt gemacht haben, solltet ihr an dem Punkt gemacht haben. Aber es wird einfacher und es wird optisch dann nochmal schöner, das Ergebnis. Bis hierhin danke ich euch fürs Reinschauen. Ich danke euch für eure Geduld. Vielleicht hat der ein oder andere von euch was lernen können. Vielleicht habe ich den ein oder anderen anregen können, das auch durchzuziehen. Je nachdem, wie groß eure Sammlung ist, tut es mir leid, dass ich euch eine Riesenarbeit aufbürde. Aber es ist die Arbeit wert. Probiert es einfach aus. Und bleibt dran. Und wir machen dann, wenn ihr aktuell seid, nächste Woche weiter mit dem nächsten Video. Wird ein großer Spaß.